In dem heutigen Video klären wir, wie Sie sich als Mitarbeiter in die Plan D-App einloggen können. Wir beginnen mit dem Login bei Apple-Geräten und zeigen Ihnen dann denselben Vorgang bei Android-Geräten. Zuletzt klären wir, wie man sich nach einer Fehlermeldung manuell anmeldet. Um Zugang zur App zu bekommen, muss Ihnen zuerst der Innendienst Ihre persönlichen Zugangsdaten schicken. Dazu geht dieser auf das Mitarbeiterfeld, wählt den Mitarbeiter aus und sendet diesem den SMS-Zugang zu. Die Nachricht mit den Anmeldedaten erreicht augenblicklich den Mitarbeiter. Hat dieser nun ein iPhone oder ein iPad, geht er wie folgt vor. Durch das Klicken auf den Link werden Sie in den App Store weitergeleitet, wo Sie sich nun die Plan D-App herunterladen können. Dies kann je nach Internetverbindung bis zu einigen Minuten dauern. Ist die App heruntergeladen, klicken Sie auf Öffnen, um in die App zu gelangen. Kehren Sie nun noch einmal zu Ihrer SMS zurück. Wenn Sie jetzt wieder auf den Link klicken, werden Sie automatisch mit Ihren Zugangsdaten eingeloggt. Was Sie tun, wenn dies nicht funktioniert, klären wir in Schritt 3. Hat der Mitarbeiter ein Android-Gerät, läuft der Zugang folgendermaßen ab. Auch hier finden Sie in der Ihnen zugesendeten SMS einen Link, den Sie durch einen einfachen Klick öffnen. Indem Sie nun auf App aktivieren drücken, werden Sie in den Google Play Store weitergeleitet, indem Sie die Plan D-App herunterladen können. Je nach Internetverbindung kann dies einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Nach dem Download öffnen Sie die App und schließen sie wieder. Jetzt kehren Sie zu der SMS zurück und klicken noch einmal auf den Link, den Sie nun mit der heruntergeladenen Plan D-App öffnen. Das Login erfolgt nach einigen Sekunden automatisch. Sollte die automatische Anmeldung fehlschlagen, können Sie sich auch einfach manuell anmelden. Auch hierzu kehren Sie nach dem Download der App zu der SMS zurück. Merken Sie sich alles, was hinter dem letzten Gleichzeichen steht. Dies tragen Sie nun in der Plan D-App unter Server-Einstellung ein. Drücken Sie auf Speichern. Anschließend melden Sie sich mit den restlichen Daten aus der SMS an. Sobald Sie auf Anmelden geklickt haben, sind Sie auch erfolgreich eingeloggt. Hier links können Sie uns kostenlos abonnieren, um keine weiteren Tutorials mehr zu verpassen. Und rechts gelangen Sie direkt zum nächsten Video. Bis dahin noch einen schönen Tag!